Ja, richtig. Jetzt befassen wir uns mit dem Thema Dekoration und Einrichtung und das natürlich zu einem kleinen Preis, denn Dekoration muss ja nicht immer teuer sein. Klar, es gibt diese ganz teuren Einrichtungshäuser und da kann man schon mal richtig viel Geld lassen, aber auch mit wenig Geld und mit wenig Zeitaufwand kann man die eigenen vier Wände einfach ein wenig schöner gestalten, damit man sich einfach wieder viel wohler fühlt. Man muss nicht erst tapezieren, man muss nicht erst neu streichen. Das machen auch so die kleinen i-Tüpfelchen, die auch eine Wohnung einfach schöner aussehen lassen und einfach richtig viel hermachen. Carsten, wie sieht's denn bei dir aus, Thema Wohnungseinrichtungen? Wer übernimmt das bei euch, du oder deine Frau? Ich muss zugeben, dass ich gerade, wenn es um Dekorieren zu Hause geht, eher zu den unkreativeren Menschen zähle. Da ist meine Frau mir also um Welten voraus und sie hat das in den letzten Jahren ein Stück weit perfektioniert. Also vielleicht ist es bei Ihnen ähnlich. Die Damen dekorieren ganz gerne, stellen schon mal ganz gerne etwas um und manchmal kann man tatsächlich mit ganz, ganz kleinen Akzenten schon mal richtig große Highlights produzieren. Es sieht immer anders aus, es ist spektakulär, was wir Ihnen zeigen möchten, es ist extravagant, es ist natürlich auch ein Stück weit romantisch und da freue ich mich ganz besonders, Ihnen diese Wandtattoos jetzt mit der guten Anne vorstellen zu dürfen. Ja. Beginnen werden wir wirklich mit einem absoluten Highlight jetzt hier. Auf jeden Fall, das erste Wandtattoo verrät uns immer, wie spät es ist und das in so einem schicken englischen Design. Diese ganz tolle Uhr, die kennt man ja auch aus diesen Filmen, aus diesen ganz alten Filmen, wenn da so eine Uhr steht und wie das angebracht wird, das sehen wir jetzt mal hier. Ja. Das ist ein Wandtattoo. Das nimmt man jetzt natürlich für glatte Wände oder glatte Flächen. Sollte man jetzt nicht unbedingt für Rauputz oder Strukturtapete nehmen, das ist aber ganz klar, weil dann hält es ja nicht ganz so gut. Aber beispielsweise jetzt auf einem Spiegel sieht das auch toll aus. Oder es gibt ja auch so viele glatt weiße Schränke, die einfach nur weiß und langweilig aussehen. Spiegel, Türen, Schränke. Genau, damit kann ich das richtig schön auch aufmotzen und aufwerten, weil es ist ja so, gerade Schränke und Möbel, die kosten ja auch viel. Und nach einer Zeit hast du die einfach übergesehen. Du kannst sie nicht mehr sehen. Aber jetzt deswegen einen komplett neuen Kleiderschrank kaufen, ist natürlich jetzt auch nicht so die effektivste Möglichkeit. Das macht doch kein Mensch. So in den 70er, 80er Jahren waren es normalerweise die Panoramatapeten. Sie kennen es vielleicht noch mit irgendwelchen Alleen oder mit Stränden oder auch mit anderen Geschichten, die man da tatsächlich auf der Wand aufgebracht hat. Das war natürlich mit einem riesen Aufwand verbunden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass tatsächlich seit einigen Jahren der Trend zu diesen Wandtattoos geht, weil die also wirklich denkbar einfach aufzutragen sind. Wir sehen das hier, das sind eigentlich nur ganz einfache Aufklebefolien und das Schöne ist, man kann das hier auch wieder rückstandsfrei entfernen. Was wir hier natürlich jetzt noch sehen, ist nämlich das Quarzwerk, was hier bei unserem Wandtattoo auch noch eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, Sie haben hier also eine wirklich voll funktionstüchtige Uhr, ausgesprochen schön und dekorativ, wie ich persönlich finde. Und das gibt diesem Wandtattoo natürlich auch eine gewisse dreidimensionale Tiefe hier, also sehr extravagant und außergewöhnlich. Ich finde, es ist auch mal was anderes als immer nur diese typischen Leinwandbilder, die man sich irgendwo hinhängt. Das ist so langweilig oder, auf Dauer, oder? Fotos oder was weiß ich. Und man sieht es auch hier schön einfach wieder abziehen. Ja. Ne? Und dann kann ich es immer wieder irgendwo anders entkleben und vor allen Dingen auch so einfach. Also man hat es ja gesehen, einfach nur ein bisschen ausstreichen und fertig ist es schon. Das ist super für Schlafzimmer, für Wohnzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, weil es macht wirklich was her. Oder es ist ja auch manchmal so, man hat frisch renoviert. So, schöne weiße Wand, ne? Und es dauert keine Woche später, da kommen die Kinder oder der Hund oder man selber und man macht versehentlich einen Fleck an die Wand. Das ist ärgerlich. Jetzt gibt es die Option, noch mal komplett neu zu streichen. Oder man könnte davor auch sowas davor kleben, dass man das gar nicht erst sieht. Ja, man kann damit deine Schränke oder deine Palmen im Wohnzimmer zu verrücken, damit du die Flecken nicht siehst. Von mir aus die Blutflecken, wenn du eine Mücke an der Wand zerquetscht hast. Gute Idee, sehr gute Idee. Klar. Ja, so jemand bin ich, genau. Also ich finde es einfach richtig praktisch, weil man eben sein Zuhause, seine eigenen vier Wände wirklich mit ganz, ganz wenigen Handgriffen hervorragend ein wenig aufpeppen kann. Und wir haben natürlich verschiedenste Wandtattoos für Sie im Programm. Das hier ist unsere doch eher etwas rustikale Standuhr-Variante, die aber eben nicht einfach nur zum Aufkleben. Der eigentliche Korpus ist zum Aufkleben, aber Sie haben eben dieses schöne Quarzwerk mit dieser schwarz-weißen Uhr, die natürlich dann entsprechend auch richtig gut als Uhr funktioniert, als kleinen Zusatz noch mit dazu. Und das verleiht diesem Wandtattoo natürlich die entsprechende Tiefe. Einfach nur eine Uhr aufhängen, das kann ja jeder. Aber sowas ist wirklich mal was ganz Originelles. Und das erhalten Sie mit der Bestellnummer NC
87 71 und der 569 für zu Hause Ihre tolle und außergewöhnliche Deko-Idee mit der NC 81 71 und der 569 für unter 5 Euro. Und aus Ingolstadt schreibt einer unserer Kunden, sieht super aus, wirkt verblüffend echt und geht sekundengenau, einfach ein richtiger Blickfang. Übrigens egal, ob in einem großen oder auch in einem kleinen Raum, das wirkt natürlich auch mal ganz gut in einem Kinderzimmer beispielsweise oder in einem kleinen Arbeitsraum, das peppt die ganze Geschichte einfach etwas auf. Die Standuhr haben wir kennengelernt, jetzt geht's mal raus in die Natur, zumindest könnte man das ein Stück weit vermuten. Ja, wir sehen es schon im Hintergrund hier, das sind nämlich die Bäume, die wir jetzt für Sie haben und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Sie das Frühjahr und den Sommer jederzeit tatsächlich in Ihrem Wohnzimmer, in Ihrem Schlafzimmer, in Ihrem Arbeitszimmer haben und ich finde das ausgesprochen peppig gemacht, weil es wirklich täuschend echt aussieht Genau. Und einfach denkbar einfach aufzutragen ist. Auch das natürlich eine entsprechende Klebefolie, die wir Ihnen nach Hause liefern und auch mit stattlichen Maßen, wie ich persönlich finde. Auf jeden Fall, diese Tapete bzw. dieser Baum ist ja sehr, sehr groß. Das heißt, Sie müssen das jetzt nicht in einem Stück aufkleben. Das wäre ja ein bisschen, da bräuchte man 5 Personen dafür. Wahrscheinlich. Das ist in ein paar Teilchen hier eingeteilt, aber später sieht man das natürlich nicht mehr. Man setzt es einfach zusammen und auch das macht sehr viel her. Und ich finde es immer wichtig, dass gerade auch so Dekorationen, dass man das mal eben schnell alleine machen kann, wenn man jetzt mal Lust hat. Also bei mir war es immer früher so, ich hatte jetzt Lust mal umzudekorieren und dann musste das auch sofort passieren, weißt du? Da wollte ich jetzt nicht erst noch einen Handwerker kommen lassen oder irgendjemand, der mir da hilft. Das sollte einfach jetzt sofort geschehen und ich meine, das kann man auch wirklich selber als Frau aufhängen ohne Probleme. Das ist denkbar einfach. Also die Folie lässt sich unglaublich leicht glatt streichen. Das ist überhaupt kein Thema. Also wenn Sie einmal den Dreh raus haben, funktioniert das hervorragend und Sie können eben die Folien immer wieder verwenden und das ist für mich ein ganz klares Plus. Sie kennen vielleicht auch diese typischen Fensterbilder, die man also auch ohne großartige Klebeelemente dann wieder rückstandsfrei entfernen kann. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren also auch hier unsere Wandtattoos. Ich finde es einfach traumhaft schön. Übrigens richtig gut sehen diese Wandtattoos nicht nur auf klassisch weißen Wänden aus, auch wenn sie vielleicht ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht haben. Das ist auch seit 3-4 Jahren ein sehr, sehr schöner Trend, dass man von mir aus 3 weiße Wände und eine farbige Wand dekoriert. Für mich ist ein schönes Bordeaux-Rot oder ein schönes Grün oder ein schönes Blau, je nachdem, wo Ihre Favoritenfarben zu finden sind. Und dann wirkt so ein Wandtattoo natürlich noch mal etwas außergewöhnlicher, als es das sowieso schon tut. Ja, jetzt stell dir mal vor, das ist im Schlafzimmer, wenn man da oder im Kinderzimmer, wenn die Wände vielleicht so ein bisschen hellblau sind, dann dieser Baum davor, das sieht doch wirklich aus, als würde der in der freien Natur stehen. Ich finde es richtig schön gemacht, für mich ein ausgesprochen romantisches Motiv. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht mit meiner Partnerin mit einer Picknickdecke darunter Platz zu nehmen und einen schönen, entspannten, lauen Frühsommertag dann auch zu genießen. Von den Maßen her kommen wir auf eine Höhe von 115 Zentimetern und in der Breite her sind wir sogar noch etwas großzügiger unterwegs. Da kommen wir auf 145 Zentimeter. Also es ist schon ein recht stattliches Wandtattoo, was wir da für Sie haben. Und ein ausgesprochen romantisches Motiv wird natürlich in insgesamt, glaube ich, 4 verschiedenen Teilen geliefert. Mhm. Die Übergänge sieht man ehrlich gesagt nicht, wenn man es etwas gewissenhaft aufträgt. Auf gar keinen Fall. Ja, es ist ja auch, es gibt ja diese Fototapeten, die kosten zum einen ein Heidengeld. Ja. Zum anderen, wenn du die einmal aufgeklebt hast und später feststellst, upsi, da ist ja eine Luftblase, die mal zu entfernen, ist eigentlich ziemlich schwierig. Und vor allem auch eine Fototapete, wenn du die einmal dran hast, dann bleibt die für immer auch dort. Die wird verklebt, ist nicht wiederverwendbar und das können Sie immer wieder verwenden und ist um einiges günstiger als eine teure Fototapete. Ne? Ich finde sie einfach traumhaft schön, wenn man eben verschiedenste Deko-Ideen hat. Wir zeigen Ihnen natürlich auch immer wieder ein bisschen was, wo man so etwas beispielsweise dekorieren kann. Also gerade den großen Baum fände ich beispielsweise im Wohnraum eigentlich sehr schön, um das Ganze einfach mal ein bisschen aufzupeppen. Vielleicht ergänzen Sie auch noch ein paar schöne Pflanzen, echte Pflanzen von mir aus. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Hingucker, der auch Ihren Gästen ganz bestimmt sehr schnell ins Auge fallen wird und darüber hinaus auch mal eine schöne Geschenkidee, vielleicht auch für Ihre Kinder, für Ihre Enkel, die vielleicht gerade auch erst die erste eigene Wohnung bezogen haben, die vielleicht auch da nicht unbedingt immer so das nötige Kleingeld haben, um sich aufwendige Dekorationen leisten zu können. Das hier ist durchaus mal eine preiswerte und traumhaft schöne Alternative, um die heimischen 4 Wände einfach etwas schöner zu gestalten. Ja, der Hersteller empfiehlt einen Preis von knapp 30 Euro. Sie bekommen es zu einem absoluten Pearl TV Sonderpreis von unter 5 Euro. Ja. Auch das ist ein richtiges Schnäppchen. Und wir machen natürlich weiter, denn es war ja nicht nur ein Wandtattoo, was wir Ihnen hier präsentieren, sondern noch viel, viel mehr. Für jeden Geschmack etwas dabei. So, mit dem Blue Tree, mit dem blauen Baum geht es weiter. Und das sind die Folien, die wir Ihnen nach Hause liefern, liebe Zuschauer. So sieht das Ganze dann entsprechend aus. Das Schöne ist, dass wir hier natürlich auch, und das kann ich mal ganz kurz eben im Detail zeigen, ähnlich wie Malen nach Zahlen, wir hatten das vor der Sendung schon und haben etwas gegrinst, natürlich hier also auch die passenden Embleme hat. Das heißt, man weiß ziemlich exakt von der Anleitung her, natürlich in deutscher Sprache, wie das eigentlich
platziert wird. Es ist eigentlich auch quasi selbsterklärend, aber damit man auch hundertprozentig wirklich die richtigen Elemente aneinander bekommt, haben wir hier eben auch noch eine zahlenmäßige, eine alphanumerische Unterstützung. Und das Motiv finde ich wirklich traumhaft schön, gerade durch diese unterschiedlichen Blautöne, Blau, Türkis und natürlich auch das peppige Orange, was wir hier noch sehr schön im Bild sehen, ist das für mich eine richtig schöne, frische, sommerliche Dekoration, ja, die in mir sofort gute Laune auslöst. Wie sieht es bei dir aus? Also bei mir sowieso. Ich mag ja auch Farben, auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur an den Sachen, sondern auch zu Hause, an den Wänden. Nur bei mir ist es immer so, spätestens nach einem halben Jahr, wenn ich dann jetzt wirklich eine richtig knallige Wandfarbe habe, habe ich mir das übergesehen. Ja. Und mal eben neu streichen ist nicht, sondern dann eher sowas, weil das kann ich ganz schnell wieder abmachen. Ich kann es wiederverwenden. Ich kann es woanders hinkleben. Ich kann mir ein anderes Wandtattoo hinkleben. Und von daher oder von dem her finde ich es auch schön, ich kann es mir einfach nicht übersehen. Und falls ich es mir doch übergesehen habe, dann mache ich es einfach wieder runter. Dauert keine 2 Sekunden. Dann packen Sie es wieder zurück auf die Folie oder suchen sich eine andere Stelle heraus. Es ist ja so, dass man einfach gelegentlich gerne etwas umdekorieren möchte. Gerade so von einer Jahreszeit zur anderen. Da kommen dann die saisonspezifischen Dekoartikel raus. Ja. Zu Ostern die Gräser und die Osterhasen und die Ostereier, die man dekoriert. Stimmt. Dann von mir aus zum Winter hin kommt dann irgendwann die Weihnachtsdeko. Das ist meines Erachtens eine wirklich klassische, zeitlose Dekorationsidee, die man eigentlich das ganze Jahr über ganz hervorragend auf den glatten Wänden in seiner Wohnung anbringen kann. Wobei ich speziell den blauen Baum auch sehr schön finde, zum Beispiel für Schlafzimmer, für den Kleiderschrank. Die haben ja meistens diese glatten Fronten oder auch mal auf einer schönen Tür oder auch gerne mal am Spiegel. Warum denn eigentlich nicht? Das kann man damit aufpeppen. Oder auch gern im Bad, an den Badefliesen, weil blau und Bad eignet sich ja auch sehr gut. Ja. Und vor allem diese Kombination zwischen diesen blauen Blättern und dann hier noch dieses Orange, das sieht auch ganz witzig aus. Mhm. Ist nochmal so ein kleiner Farbtupfer. Also das ist wirklich richtig genial und vor allen Dingen auch geschmackvoll, ne? Ich finde es richtig schön, alleine auch durch diese Farbkombination. Also ich denke da direkt an Urlaub. Für mich ist das eigentlich so eine, entweder ein wolkenloser Himmel an einem schönen Hochsommertag oder natürlich auch mal ein kleiner Abstecher ans Meer an einem wunderschönen Tag mit den entsprechenden Farben hier. Also ich sage ja, ich kriege da richtig gute Laune. Das sind für mich richtig schöne sommerliche Farbkombinationen, die wir hier haben. Ausgesprochen harmonisch und sehr, sehr schön aufeinander abgestimmt. Ja. Kommen dann so klein zusammengerollten Röllchen zu Ihnen nach Hause? Also einfach Platz sparen, verstauen, kann man hier immer mal mehrere auf Vorrat haben. Erst den Baum mal anbringen, dann später, wenn Sie sich den übergesehen haben, dann mal auch gerne die Uhr. Kann man hier immer mal wechseln oder auch ein schönes Geschenk, wenn man weiß, jemand ist umgezogen, die erste eigene Wohnung vielleicht. Da finde ich das auch ein nettes Geschenk, wo man sagt, hey, der hat sich ja richtig Gedanken gemacht. Definitiv, und ich weiß, dass jetzt auch viele wahrscheinlich drüber nachdenken, sich nicht nur eine, sondern vielleicht auch 2 oder 3 zu bestellen. Ich denke mal für unter 7 €, speziell für unser Wandtattoo, der blaue Baum hier. Das ist natürlich auch mal eine Preiskategorie, wo man sagen kann, komm, da habe ich immer mal ein schönes Mitbringsel, ein schönes Geschenk mal in der Hand. Das machen viele unserer Kunden übrigens, dass sie da nicht nur ein- oder zweimal zugreifen, sondern sich ganz gerne auch für schöne außergewöhnliche Momente, für schöne Geburtstage oder Festivitäten, die in der Zukunft noch anstehen, da einfach mal das ein oder andere Geschenk auf Vorrat besorgen. Hier unser Wandtattoo, der blaue Baum mit der Bestellnummer NC8073 und die 569 für unter 7 €. Eben, der Preis ist ja auch schon Wahnsinn. Also überleg mal, in so einem Dekoladen, was man dafür bezahlt für so ein Wandtattoo. Ja. Also weitaus mehr als 7 €. Und falls Sie sagen, naja, ich möchte es lieber ein bisschen dezenter, ein bisschen neutral. Ich bin zu Hause so schlicht eingerichtet, weiß, schwarz oder auch so ein bisschen silbergrau. Dann ist das nächste auch ganz schön. Das nennt sich Sommergräser und sieht absolut edel aus an der Wand. Da hast du genau das richtige Wort für gefunden. Ich finde, das ist eine sehr edle Variante. Normalerweise erwartet man bei Gräsern die Farbe Grün, vielleicht auch noch irgendwelche Brauntöne von mir aus, die damit eine Rolle spielen. Hier haben wir es in diesem schicken, edlen Grau gehalten. Ist natürlich so eine Art Stilbruch, den wir haben, aber ein durchaus gelungener. Und da passt das Wort edel wirklich hervorragend dazu. Meines Erachtens spielt die Einrichtung unserer Zuschauer zu Hause da eigentlich eine untergeordnete Rolle. So etwas passt eigentlich immer. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, man kann natürlich hier frei nach Anleitung dekorieren. Du kannst aber auch gerade diese verschiedenen Blumen auch mal unterschiedlich dekorieren. Also man muss sich da nicht immer nur sturheil an der Anleitung orientieren. Da kann man auch mal seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und da du sie immer wieder verwenden kannst, hat man tatsächlich immer wieder neue kreative Möglichkeiten, sein heimisches Zuhause dann einfach etwas umzugestalten. Das ist toll. Das sind hier so kleine Klebefolien.
Folien, also die kann man immer wieder verwenden, selbst wenn man sich mal verklebt hat. Mhm. Ich finde es auch mal eine schöne Nachmittagsbeschäftigung mit den Kindern zusammen, einfach zu sagen, kommt, lasst uns mal euer Kinderzimmer neu dekorieren, ihr könnt das jetzt machen, wie ihr wollt, wie euch das gefällt. Man muss sich ja hier wirklich nicht an die Anleitung halten. Hier sind zwar immer diese kleinen Zahlen und Buchstaben mit dran, aber wie du gerade richtig gesagt hast, das kann man natürlich auch gern variieren. Das ist natürlich auch eine super Geschichte, tatsächlich mal einen schönen Nachmittag mit den Kindern zu verbringen, vielleicht gerade in der Ferienzeit, auch wo die Tage vielleicht auch bei Schmuddelwetter etwas lang werden können. Und da denke ich mal, hat man vielleicht mal eine schöne Stunde oder zwei, die man mal mit den Kindern zusammen verbringt. Und die Kreativität von Kindern ist ja nahezu unumstritten. Also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, was wir hier haben. Übrigens kommen wir hier auf eine Höhe von 200 Zentimetern. Also das ist schon mal eine etwas größere Variante, die wir jetzt für Sie bereithalten hier. Durchaus auch mal für eine etwas größere Wand, aber Sie können ja eben diese unterschiedlichen Elemente auch gerne freigestalten, ganz nach Lust und Laune. Und ich glaube, das machst du auch gerade. Ja, also ich dekoriere ja auch so gerne. Okay. Und ich muss sagen, hiermit macht das auch richtig Spaß, weil es bildet keine Bläschen. Ich kann es einfach hier aufkleben. Also das ist wirklich schön. Ja, unser Chef wird sich freuen, eine neue Theke. Erinnert mich an die Prielsonnen von früher in den 80er Jahren, die immer an dem Kühlschrank klebten. Stimmt. Kennen Sie die noch? Ja? Stimmt, sie kenne ich auch noch, aber die waren ein bisschen bunter. Die waren bunter nicht und ich glaube, meine Mutter hat Zeta und Mordio geflucht, als wir irgendwann ausgezogen sind und die Dinger dann irgendwie von der Wand wieder runter mussten, weil die wirklich geklebt haben wie Hölle. Diese hier kann man wirklich jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen. Von der Tapete, von glatten Oberflächen, von holzbeschlagenen Türen, vom Spiegel sowieso. Also das sind tolle Möglichkeiten, da einfach mal dekorative Akzente zu setzen. Entweder in heimischen vier Wänden oder gerne auch bei den Kindern, bei den Enkeln. Auch da hat man einfach mal einen schönen Blickfang. Also das Beispiel finde ich ja auch ganz toll. Ne? So ein langweiliges, weißes Bücherregal und dann einfach mal diese schönen silbergrauen Blümchen ganz dezent dekoriert. Da sieht der Schrank gleich ganz anders aus. Auch hier, ganz tolles Beispiel. Ne? Sehr, sehr schön, sehr dekorativ. Ja, gefällt mir auch richtig gut. Unser Wandtattoo mit dem Titel Sommergräser. Sehr, sehr schön und edel gemacht. Ist die NC8072 und die 569. Und auch hier kommen wir auf einen ausgesprochen günstigen Preis von deutlich unter 10 Euro. Tolle Produkte. Also alle ganz, ganz toll. Natürlich auch zum Dekorieren. Einfach mal, wenn man sagt, ich habe mir jetzt meine alten vier Wände übergesehen. Ich möchte mit wenig Geld meine Wohnung ein bisschen umdekorieren. Ja. Und darum geht es eigentlich auch bei unseren nächsten Produkten, nämlich die sogenannten Standbilder. Das ist was ganz Tolles, beziehungsweise Sandbilder. Das ist was ganz Schönes, denn hier in diesem kleinen Bildchen befindet sich eine Flüssigkeit mit Sand. Ja, und ganz wenn genau. ich das jetzt umkippe, dann ergibt das immer wieder neue Bilder, neue Ideen, neue Landschaften. Und ich finde, da kann man seine Fantasie auch mal so ein Stück weit freien Lauf lassen. Einfach mal, jeder sieht ja was anders. Du kennst es ja auch zum Beispiel mit Wolken. Jeder, der in den Himmel schaut, sieht ja was anders. Der eine sieht eine Schildkröte, der andere sieht dann aber doch wieder ein Monster oder irgend sowas. Und da kann man auch mal Bilderraten machen. Ich finde es einfach richtig schön. Und der ein oder andere, der uns jetzt zuschaut, wird sich ein Stück weit so 30 Jahre in der Zeit zurückversetzt fühlen. So Anfang, Mitte der 80er Jahre kamen die ersten Sandbilder auf. Damals hatten die noch, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, in der Mitte diesen Knopf, der wurde dann an der Wand befestigt und den eigentlichen Rahmen konnte man dann sehr schön drehen. Das heißt also Sand und Flüssigkeiten sind immer wieder so ineinander verlaufen. Das war damals ein unglaublicher Trend, aber zugegebenermaßen unbezahlbar. Da hat man ein paar hundert Euro für bezahlt für diese Art von Wanddekoration und deswegen finde ich super, dass wir Ihnen die jetzt also tatsächlich für ein Taschengeld schon fast in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farbschattierungen hier bei Pearl TV anbieten dürfen. Wir schauen uns das mal genauer an, denn man sieht hier, das ist nicht so nur rosa und weißer Farbakzent, sondern auch so ganz kleine silberfarbene Glitzerteilchen. Ja. Wenn dann jetzt die Sonne noch so ein bisschen in die Wohnung hineinstrahlt, dann glitzert und funkelt das richtig. Also das nennt man ja auch nicht für umsonst Dream Pink. Ja. Und natürlich auch hier wieder mit diesem schwenkbaren Bügel. Das heißt, ich kann es natürlich auch jederzeit drehen und schwenken, wenn ich das möchte. Und hier kombiniert man eigentlich auch diese drei Elemente, also Luft, Wasser und Sand und die verzaubern einen dann. Ich finde es richtig schön, das einfach mal zu beobachten, wenn sich dann hier also auch die verschiedenen Elemente bilden. Du hast vollkommen recht. Beim Wolkenraten ist es ähnlich. Hier hat wirklich jeder so seine ganz bestimmte Vorstellung. Jeder verbindet diese Farben und auch das, was so an Mustern entsteht, mit anderen unterschiedlichen Dingen. Und da kann man seiner Fantasie ruhig mal ein bisschen freien Lauf lassen. Wenn man einfach mal davor sitzt,
man sich das ganze Spektakel mal etwas anschaut, eine ausgesprochen dekorative Idee, die wir hier haben. Für den Schreibtisch natürlich, fürs Büro, für den heimischen Wohnzimmerschrank, für den Wohnzimmertisch. Also ich denke, die Deko-Ideen, die werden wahrscheinlich zu Hause schon aus Ihnen raussprudeln, oder? Ich finde es auch mal schön als kleines Geschenk oder als kleines Mitbringsel, wenn man wieder irgendwo eingeladen ist und weiß jetzt verschrecklich, ach, was bringe ich mit? Ja. Letztes Mal habe ich schon Wein mitgebracht, kann ich hier jetzt nicht schon wieder machen. Dann habe ich Schokolade mitgebracht. Seien Sie doch einfach mal ein bisschen kreativ. Ich meine, das muss ja nicht viel kosten. Unter 7 €. Das ist wirklich ein ganz tolles Mitbringsel. Ja. Da wird sich garantiert jeder Beschenkte freuen. Ich finde es einfach traumhaft schön. Es sind sehr, sehr schöne Farbgebungen, wie ich persönlich finde. Ist natürlich jetzt aufgrund der Farbe, sagen wir mal, pink oder rosa, vielleicht auch eine schöne Geschenkidee, vielleicht mal für eine junge Dame, die man vielleicht also auch, die vielleicht dann also auch mal ihr Jugendzimmer, ihr Kinderzimmer ein Stück weit dekorieren möchte. Auch da sollte man ruhig mal drüber nachdenken. Und ich denke, für unter 7 € kann man bei so einem außergewöhnlichen Mini-Sandbild nun wirklich über den Preis nicht meckern. Große Faszination im Mini-Format eben. NC 1346 und die 569 für unter 7 € unser Dream Pink. Und wenn Sie sagen, na gut, Pink ist jetzt schön für Mädchen, aber ich bevorzuge es dann doch lieber ein bisschen dezenter, dann dürfte das nächste Bild für Sie etwas ganz Besonderes sein. Wenn ich das sehe, dann denke ich an die Dünen der Sahara in der Abendsonne oder der Sonnenaufgang auf Lanzarote oder faszinierende Marslandschaften. Daran denke ich, wenn ich dieses tolle Foto sehe, beziehungsweise dieses Sandbild. Und es fließt hier auch so ganz leicht runter. Siehst du das? Also es ergibt nach und nach erst ein Bild. Es pluppt nicht so plump mit einmal runter, sondern wirklich ganz leicht. Und wenn du das beobachtest, dann ist es auch so, es entspannt einfach. Ne? Du kannst einfach mal neue Kräfte sammeln. Es ist beruhigend, entspannend. Und wenn du sowas auf dem Büroschreibtisch stehen hast und weißt einfach nicht mehr, wo dir der Kopf steht, dann stellt man sich das einfach auf den Büroschreibtisch und kann dann beobachten, hey, das bildet ja kleine Pyramiden. Ich finde das irre hier gerade. Guck dir das mal an, dieses Spielchen hier. Ich finde es witzig, was du alles reininterpretierst. Ich habe jetzt eher so an einen Sandsturm in der Wüste gedacht, so in den Vereinigten Arabischen Emiraten von mir aus, sowas in der Richtung hier. Das könnte jetzt natürlich auch mal ein wirklich fantastischer Sonnenaufgang irgendwo in der Wüste beispielsweise sein. Also wirklich traumhaft schön. Man merkt da schon, dass die Fantasie da mitunter mit einem durchgeht. Und es ist eben deswegen so peppig, weil es immer wieder anders aussieht. Wenn wir das jetzt einfach nochmal drehen hier, dann wird sich also das komplette Gebilde wieder komplett verändern. Und alleine das hier finde ich schon recht spektakulär. Sie ist eine Fledermaus hier oben. Ja. Sehr schön. Guck mal hier. Toll. Peppig gemacht. Sieht richtig genial aus. In den 80er Jahren unbezahlbar, heutzutage ein wunderschöner dekorativer Gegenstand für Ihre Wohnung, für Ihr Büro. Vielleicht haben Sie auch ein kleines Ladenlokal, wo man so etwas immer sehr, sehr schön dekorieren kann. Ich finde das immer ausgesprochen beruhigend, das zu sehen. Hast du auch diese kleinen Glitzerpartikelchen hier drin gesehen? Ja. Das finde ich so schön. Also ich habe das jetzt auch wirklich mal bewusst beobachtet und ich muss sagen, es wirkt wirklich beruhigend. Also wenn du das jetzt mal ganz bewusst beobachtest, das ist wie mit dem Fischaquarium, wenn du davor sitzt und einfach mal beobachtest, ja, wo schwimmen die hin? So ähnlich hat das auch diesen Effekt. Es hat so einen ähnlichen Effekt, vor allen Dingen finde ich, wie diese typischen Lavalampen. Der ein oder andere wird sie kennen. Allerdings werden diese Lavalampen erhitzt. Da ist ja so ein Gel drin und das schwimmt dann quasi dann immer in dieser Flüssigkeit rauf, kühlt sich dann wieder ab, fällt dann wieder runter. Das ist ein ähnliches Prinzip wie das, was wir hier haben. Nur hier wird natürlich nichts warm. Das heißt, hier haben wir einfach die Flüssigkeit drin mit den entsprechenden Elementen. Das heißt also auch der Sand, der damit drin ist und natürlich auch diese kleinen dunklen Elemente. Also ausgesprochen peppig gemacht. Das könnte auch hier auf dem Bild eine sehr, sehr schöne, spektakuläre Tropfsteinhöhle irgendwo sein. Also Sie merken, die Fantasie ist da wirklich grenzenlos gefordert. Und das mit der Bestellnummer NC 1178 und die 569 für unter 10 € wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und wir kommen jetzt zu unserer größten Version, nämlich dem blauen Ozean. Mhm. Und das ist wirklich so absolut mein Favorit auch, weil ich liebe ja dieses Blau, dieses Royalblau. Das hat wirklich sowas von einer Unterwasserwelt, was ganz Beruhigendes. Mhm. Und jetzt drehe ich das auch mal um. Das könnte hier doch schon ein sehr schönes Schiff zum Betauchen sein. So 5-6 Meter unter der Wasseroberfläche an einem schönen Strand auf den Bahamas, oder? Guck mal hier. Oh. Ach ja, das könnte aber auch genauso gut eine Eiswüste irgendwo in der Arktis sein. Ich wollte gerade sagen, so eine tiefblaue, glitzernde Eislandschaft oder wirklich eine absolut schöne, unglaubliche Unterwasserwelt. Malediven, Seychellen. Ja, herrlich, oder? Also Sie merken, wir schweifen auch schon wieder ein Stück weit ab. Hier, aber gerade die Sterne fallen vom Himmel. Siehst du die kleinen Glitzerpartikel? Schau mal hier. Oh, schön, traumhaft. Das sieht schön witzig aus. Eine lustige Effekte, die wir da haben. Und das obere, das dunkle, würde ich jetzt eher so als so eine Art Gewitterwolke oder sowas nehmen. Aber auch die verschwindet gleich.
Ja, das wäre gut, wenn danach wieder die Sonne kommt. Also das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, ist klar, es ist mehr Sand enthalten. Aber ich finde es gerade schön, dass es so nach und nach herunterfließt und sickert, weil dann kann ich es auch wirklich eine Zeit lang beobachten und wirklich einfach mal wieder neue Kraft tanken, Energie tanken. Oh, das sieht krass aus, oder? Ich bin sogar versucht, von Romantik zu sprechen, wenn ich das hier so sehe. Und das jetzt gebrochene Herz, guck deswegen mal hier, die Romantik. Guck mal hier. Naja, naja. Aber guck mal hier, sieht das nicht spektakulär aus? Schau mal, der Berg unten türmt sich immer weiter kleine auf. Kleine Edelsteine. Wirklich wie so eine kleine, ja, das stimmt wirklich, wie so eine kleine, so eine Edelstein- oder Diamantenmine oder was. Mhm. Guck dir das an. Traumhaft schön gemacht. Guck, jetzt würde ich ein Gesicht rein interpretieren. Wollte ich auch gerade sagen, zwei Augen und hier unten der Bart oder der Mund. Also ich glaube, dass Sie zu Hause auch schon da sitzen und sich überlegen, Mensch, das ist aber witzig, der eine interpretiert das in dieses Bild hinein, der nächste wieder etwas anderes. Es ist einfach schön, es ist beruhigend, es ist romantisch, es ist außergewöhnlich. Und glauben Sie mir, so eine Dekoration werden Sie nicht in jedem Wohnzimmer finden. Nee, da wird man Sie garantiert darauf ansprechen, wenn Sie Gäste nach Hause zu sich einladen. Schau mal, das ist immer noch nicht fertig, unser Gebilde. Nee. Und es sieht ganz anders aus als zum Beispiel zu Anfang. Ja? Also es ist wirklich kein Bild wie das andere und deswegen finde ich es auch so schön. Sie kaufen zwar etwas mit derselben Bestellnummer, aber jeder hat dann ein Unikat, weil jedes Mal drehen und schwenken, dann gibt es ja wieder ein neues Bild. Also kannst du sagen, du hast ein absolutes Unikat zu Hause. Absolut. Jeden Tag neu, wenn man das möchte. Alle paar Minuten quasi neu, wenn man das will. Man kann natürlich auch sagen, komm, jetzt haben wir da also wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, was Ihnen gut gefällt. Dann lassen Sie es einfach so, wie es ist. Abfotografieren und 3D ausdrucken. Zum Beispiel, ganz genau. Das zeigen wir dann später im Laufe des Tages nochmal. Guck mal hier. So, lass mal nochmal ein bisschen die Fantasie spielen. Ich bin da jetzt gerade wie so ein kleines Kind. Ich könnte da Stunden raufschauen. Oh, das sieht so toll aus. Vom Prinzip her eigentlich wie ein Aquarium. Finde ich auch immer faszinierend. Das ist auch ausgesprochen beruhigend, sich das Ganze anzuschauen hier. Mhm. Schön gemacht, sehr, sehr schön gemacht. Und endlich auch bezahlbar. In den 80er Jahren noch ein Luxusgegenstand par excellence. Mittlerweile dann doch für relativ kleines Geld zu haben, in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farbschattierungen. Ich denke, da ist auch für Sie genau das Passende mit dabei. Genau, wir fassen jetzt nochmal zusammen, was wir denn heute alles für Sie Schönes an dekorativen Elementen in unserer Sendung hatten. Angefangen haben wir mit unseren Wandtattoos und begonnen haben wir mit der Standuhr mit der NC8171 und der 569. Meine ganz neue Möglichkeit, auch mal die Zeit abzulesen bzw. eine Uhr an der Wand zu haben, nicht nur einfach an die Wand hängen, wie man sonst kennt, sondern kleben. Übrigens, zu unserem großen Baum haben wir noch eine Kundenstimme aus Duisburg. Sehr gut, um mal eben schnell ohne viel Aufwand das Outfit einer Wand zu ändern und ein Zimmer gleich anders wirken zu lassen. Der große Baum mit der NC8312 und der 569, auch der unfassbar günstig für noch nicht mal 5 Euro für Sie. Genau, dann ging es weiter mit unserem blauen Baum, beziehungsweise auch blaue Blätter. Das ist eigentlich auch so ein bisschen was mit Fantasie, hat es auch was zu tun. Und das erhalten Sie mit der NC8073 und der 569 für unter 7 Euro. Eine Kundenstimme noch zu unseren Sommergräsern, die wir Ihnen hier nochmal eben kurz zeigen. Aus Hilgermissen, da schreibt unser Kunde, leicht und sehr gut anzubringen, sieht toll aus und der Preis ist gegenüber anderen Wandbildern unschlagbar. Preis-Leistung schlicht und ergreifend super. Da geht es natürlich hier um die Sommergräser, die wir hier nochmal für Sie zeigen. Ob Sie die jetzt auf der Wand aufbringen oder auf glatten Flächen, wie zum Beispiel Schrank, Spiegel oder auch mal Tür. Das ist natürlich völlig Ihnen überlassen. Da haben wir es nochmal, die NC8072 und die 569 für unter 10 Euro. Ja, dann ging es weiter mit unseren Sandbildern. Auch sehr, sehr schöne dekorative Idee. Für Frauen und Mädchen ist die pinke Version wirklich was ganz Bezauberndes. Nennt man auch Dream Pink. Und das hier in diesen schwenkbaren Metallrahmen. Und da entstehen auch wieder immer neue Landschaften und Bilder. Mit der NC1346 und der 569 kommt dieses Sandbild zu Ihnen für unter 7 Euro nach Hause. Auch das Eldorado haben wir Ihnen gezeigt. Sehr, sehr schöne Farbkombination aus Orange und Grautönen haben wir hier nochmal für Sie im Bild. Auch das ausgesprochen spektakulär, weil auch diese Optik sich permanent ändert. Sie müssen einfach nur ganz kurz den Rahmen drehen. Eine richtige Spielerei. Das ist eine richtige Spielerei, aber eine schöne Spielerei, finde ich. Romantisch und außergewöhnlich, ja. Eldorado, die Bestellnummer ist die NC1178 und die 569. Und das ebenfalls für unter 10 Euro. Ja, und möchten auch Sie in die
prickelnde und berauschende Unterwasserwelt eintauchen, dann dürfen Sie das mit dem Sandbild Blue Ocean mit der NC 1251 und der 569. Wahnsinniger Preis von unter 17 Euro. Das ist eigentlich fast schon so mein Favorit. Also das würde ich mir wirklich auf meinen Tisch stellen, wo ich mir täglich die Moderationskarten schreibe. Und wenn ich mal wieder was nicht verstehen sollte und das mich innerlich nervt und ärgert, dann schaue ich mir einfach das Bild an und dann geht es mir wieder gut. So kann man das stehen lassen. Ich finde es aber sehr schön, auch das Bild, was wir Ihnen gerade noch gezeigt haben, sehr spektakulär. Oder sieht aus, als wenn Sie irgendwo auf einem 5.000, 6.000er Bergrücken irgendwo da im Rahmen einer Schneewanderung unterwegs waren und dieses fantastische Bergpanorama genießen. Aber bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil, Ihre Fantasie wird Ihnen da sicherlich den ein oder anderen Hinweis noch mit auf den Weg geben. Wie gesagt, man kennt sie aus den 80er Jahren. Die sind nie wirklich aus der Mode gekommen. Ist ein wunderschöner Dekorationsgegenstand und sicherlich auch eine außergewöhnliche und tolle Geschenk. Idee für Freunde und Bekannte. Genau, suchen auch Sie noch eine tolle und schöne und vor allen Dingen einfallsreiche Geschenkidee, dann sollten Sie jetzt ganz schnell zum Hörer greifen und die 0180 51 51 und dreimal die 2 wählen oder aber auch gerne mal zum selber behalten. Und das ist auch wirklich was Schönes, mal zum Abschalten, die Seele baumeln lassen und den ganzen Stress lassen Sie dir einfach vor der Haustür. Ganz genau. So, wir gucken uns jetzt nochmal hier den Regen da an. Das sieht schön aus, oder? Ja, schön.